Und da sind wir wieder beim nächsten Let's Play Dawn of War 2. Wir sind in der nächsten Mission. Die Mission heißt Der wahre Feind. Wir sind in den Außenbezirken von Argus. Das ist eine mehr oder weniger Spezialmission. Wir haben einen begrenzten Einsatz. Das heißt, Cyrus wird nicht mit uns entsandt. Wir werden nur ein Dreiertakt-Team haben. Ja, und wir haben die Bonusinfo, dass wir uns mit Sprengstoff viel freimachen können. Es gibt übrigens ein nettes Kettenschwert für unseren Hauptcharakter, für unseren Oberkommandanten. Und dann schauen wir mal. Wir werden nämlich da jetzt den Sergeant Thaddeus befreien müssen oder so. Den Sturmtrupp. Oder der wird uns begleiten auf dieser Mission. Das werden wir jetzt eh gleich sehen dann. Hier übrigens die Informationen zum Sergeant Thaddeus. Was ist das in der Himmel? Das bin ich. So. Feuer niederstrecken da. Rücken Sie nördlich durch das Tal vor, Kommandant. Begeben Sie sich zur Fellhammer-Mine und finden Sie heraus, wer die Orks aufwiegelt. Nehmt eure Stellungen ein. Primärziel. Feindliche Trupps. Bewegungen auf dem Absatz. Weg. Aber es waren keine Orks. Nein, das waren es nicht. Ganz bestimmt nicht. Da ist der Konvoi. Die Orks haben sie abgeschlachtet. Wir werden sie rächen. In Bewegung bleiben. Orkschützen auf dem Absatz. In Deckung. Zorn aus dem Himmel! Metzelt sie nieder! Sehr fein. Thaddeus meldet sich zum Dienst, Kommandant. Hatten Sie eine angenehme Ruhepause, während Sie auf den dramatischsten Moment für Ihren Einsatz warteten? Ich freue mich auch, Sie zu sehen, Avitus. Sturmtrupp auf dem Weg. Orks. Kommandant, mein Trupp kann Sprungmodule einsetzen, um mitten zwischen diesen Schützen zu landen. Ja, gib ihm. Kommen Sie nicht gegen uns an. Schützen eliminiert. Kommandant, da ist ein Kommunikationsfeld in der Nähe, das wir für den Orden sichern sollten. Strategische Einrichtungen wie diese gewähren uns im Kampf Vorteile und ermöglichen es uns, die Truppen im Feld leichter zu verstärken. Oder von Spitz ist ja aber schwer. Verteidigungen scannen. Kommandant, die Orks sind beim Haupteingang gut verschanzt. Ein Frontalangriff wäre nicht klug. Ein Sprung, ein paar Granaten und wir sind drin, Cyrus. Und direkt im Sichtbereich der ganzen Ork-Horde. Okay. Ja, holen wir uns zuerst einmal das Kommunikationsfeld. Keilig-Depp. Ja, nur flankieren können wir es ja nicht, also müssen wir von vorne angreifen. So, dann an Avitus, den wir da positionieren. So, mit Wirkungsbereich. Gleich werden wir da positionieren. Ja, genau so ungefähr haben wir das vorgestellt. Folgt mir, Brüder! So. Und wir gehen locken. Voller Sturm!
schlagt hart und beherzt zu. Genau so funktioniert's. Wir man nicht noch so ein Hund. Sie weiter. Kommt mit mir, Brüder, abrücken. Komm noch. Gut, nehme neue Position ein. Bereit, wir haben unsere Befehle. Einspringen. Bam! Genau so funktioniert. Waffen bereit. Da steht der Vorrücken. Richtet euren Zorn neu aus. Und Sprung. So. Erledigt. Weiter. Los, zeigt eure Kraft. Warum ist es einander hier? Wir sind die gepanzerte Faust des Imperators. Erledigt. Weiter. Punkte übernommen. Ausgezeichnet, Kommandant. Dieses Feld versorgt uns mit wertvollen Kampfinformationen für zukünftige Operationen. Die Fellhammer-Mine befindet sich ganz in der Nähe, Kommandant. Ja, dann schauen wir mal, wo sie ist. Uns Deckungen zu verschaffen. Ja, naja, nicht so ganz. Ah, doch, da. Sturmtrupp nimmt neue Positionen ein. Oh, da kommt eh noch nichts. Ärger. Dies sind die Orkwachen, an Ort und Stelle getötet. Jemand anderes ist da durchgegangen. Schnell, bevor die Menschen ankommen. Wir können nicht zulassen, dass ein halsstarriger Ork die Pläne der Runenpropheten durchkreuzt. Scheiße, Elder. Du hast Himmelskiller und Darmreißer ausgetrickst. Aber mein Cyborg-Auge sagt mir, dass ihr gar keine Ork seid. Anna. Und jetzt stürzen sich die Menschen ins Getümmel, wie ich sehe. Die Narren können gar nicht sehen, welcher Bedrohung wir alle gegenüberstehen. Oh, Vollstück. Auch keine Space Marines. Zeit abzuhauen. Kommandant, die Eldar müssen diejenigen sein, die die Orks aufgewiegelt haben. Tötet diese Eldar, bevor sie entkommen können. Vielleicht entsagt das dann. Den Querschlag runterlassen. Oh.
Leute. Wir werfen nämlich auch Granaten, die Schwände auf. Aber jetzt Thomas. Da ist der Runenleser, oh mein Gott. Spürt meinen Sorgen, Menschen. Wo ist er, da ist er. Boom. Du Anführer, leide deiner Autorität entsprechend. Wait, sie halt nochmal ne. Der heizt sie wieder hoch. Viel du willst, Elder. Wir stehen und du bist gefallen. Heiliger Zorn und Eifer werden mit dem Sieg belohnt. So, Bolleblapp haben wir wieder gekriegt. Dies ist eine bittere Entwicklung, Kommandant. Die Eldar provozieren und beeinflussen offensichtlich die Orks. Ihre Verwicklung darin ist kaum eine gute Neuigkeit. Sie haben behauptet, die Orks aufgewiegelt zu haben, um eine gemeinsame Bedrohung zu bekämpfen. Was könnte das sein? Ich würde nicht viel drum geben, was die Eldar sagen. Sie sind von Natur aus betrügerisch und manipulativ. Das sind sie, Takus. Aber die Eldar sind keine Narren. Der Runenleser, den sie besiegt haben, hat vielleicht die Orks hier auf Calderis geleitet. Aber er war nur Teil eines größeren Plans. Wir empfangen Berichte, dass die Eldar die Orks im nahegelegenen Typhon-System aufwiegeln. Die Armageddon wird sie zu Typhon bringen, damit sie den Feind dort angreifen können. Ich werde alle Notsignale, die wir von Typhon empfangen, zu ihnen weiterleiten. Jetzt haben wir die Sternenkarte dazu erhalten. Jetzt gehen wir auf Typhon. Dies ist die Navigationsanzeige der Armageddon. Hier können Sie sich Daten über die Planeten im Subsektor Aurelia ansehen. Sie können die Armageddon auch anweisen, die Warp-Reise zu einer dieser Welten anzutreten. Wenn Sie bereit sind, starten Sie bitte den Flug zum Typhon-System. Schauen wir mal, was könnten die Kommunikationssicherheitskommission, um die zusätzlichen Einsatzinfos zu bekommen und Artillerieangriffe für die Schlacht anfordern, dann zu fordern. Die Schreie und Vorankommen der Alien-Invasion zu verlangsamen. Und Gießereien. Tarantelwächterkanonen auf dem Schlachtfeld einzusetzen.
Okay. In Calderis gibt es keine Einsätze und da haben wir gleich zwei Einsätze. Gut. Wir fliegen aber noch gar nicht hin. Wir machen erst den Stufenaufstieg. Was haben wir denn da? Zwei neue Polterpistolen, die wir jetzt benutzen können. Einmal Polterpistole. Dann nehmen wir. Das Schwert geht leider noch nicht. So, wie schaut es mit den Rüstungen aus? Nahkampfschaden, Geschwindigkeit, Nahkampffähigkeiten. Selber zu heilen. Ja, probieren wir mal die aus. So, und zwei Punkte zum Vergeben. Was kann das da? Während sie im Nahkampf eine spezielle Rüstung können sie mit dem Wildheit zuschlagen, die zusätzlichen Schaden kostet. Okay. So, next one. Erledigen Sie ein festgelegtes Ziel mit einem explosiven Nahkampfangriff. Okay, doch. Und noch zwei Punkte. Und was sind das denn da? Next one. Neuer Polter. Jetzt schauen wir weiter. Der Rabenmantel, ja, den werden wir wieder behalten. So. Items kommen da mal weg. So, dann haben wir für ihn die zwei Sniper-Gewehre. Nur verwendbar für Oberkommandanten, weg damit. Avitus. Avitus? Stufe 5. Ja, der hat ein Level Up dafür gekriegt jetzt. Sehr fein. Und kriegt ein Sniper-Gewehr. Hahaha. Kapping. Dadurch müsste da jetzt. One-Shot machen. Gut. Die drei Truppen haben wir noch nicht zugewiesen, das kommt dann später. So, das Video ist soweit fertig. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. In diesem Sinne,
wünsche ich euch noch viel Spaß bei den anderen Videos. Euer Sascha vom Omega Clan Austria Kanal. Tschüss, Baba!